Auswärtsspiel morgen bei den Stuttgarter Kickers. Dirk, ich übergebe dir gleich. Ich glaube, du brauchst ein bisschen länger. Habe ich eigentlich nicht vor. Also, nee. Von daher, ich denke, uns ist allen klar, dass wir morgen mit den Stuttgarter Kickers erneut einen schweren Gegner, eine schwere Aufgabe vor uns haben. Eine Mannschaft, die sich den Saisonverlauf mit Sicherheit ein Stück weit anders vorgestellt hat, die aber auch schon in der Hinrunde immer wieder mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. Haben dann zwischendurch den Trainer gewechselt, sind dann etwas besser in die Spur gekommen und haben jetzt in der Winterpause auch nochmal ein bisschen nachgebessert und einen glatten Sieg in Koblenz erreicht mit 3-0, wo sie gezeigt haben, dass sie gut organisiert, sehr kompakt standen und dann ihre Chancen dann gerade in der zweiten Halbzeit auch konsequent genutzt haben. Das Konzept ist dann ein paar Tage später in Mannheim nicht ganz so gut aufgegangen, weil man da schon nach gut anderthalb Minuten halt 0-1 zurücklag. Fakt ist, dass wir mit Sicherheit eine sehr schwierige Aufgabe vor uns haben, aber auch auf eine Mannschaft treffen werden, wo es nicht unmöglich ist, auch zu gewinnen. Ja, das ist klar. Und mit dieser Einstellung gehen wir in das Spiel rein, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen, unabhängig davon, wie die momentane Konstellation bei uns ist. Fahren wir nach Stuttgart heute, um morgen dort das Spiel zu gewinnen. Okay, danke Dirk. Jordi, letzte Woche gleich von Anfang an. Wie war es für dich? Hast du alles gut verkraftet? Ja, das war mein erstes Spiel da, also in der Liga, in der Rückrunde. Ja, und ich denke, ich habe ein ordentliches Spiel gemacht. Ich habe versucht zu machen, was der Trainer zu mir vor dem Spiel gesagt hat. Kompakt bleiben, in den Zweikampf zu gehen. Das haben wir sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Und ja, in der zweiten Halbzeit war ein bisschen schwieriger. Wir haben ein bisschen weniger gemacht, vielleicht. Und ja, ich denke, das war ein gutes Spiel. Okay, danke, Jordi. Eure Fragen bitte. Jordi, eure Fragen einblicken. Ins Lazarett, jawohl. Wir sind ja immer offen und ehrlich und sehr transparent für alle Konkurrenten innerhalb der Liga. Deswegen machen wir das auch sehr gerne. Also Mendy und Rau, denke ich mal, ist klar. Zelle befindet sich auf einem guten Weg, hat aber diese Woche nur im Reha-Zentrum trainiert und behandelt worden. Da gehen wir aber davon aus, dass er nächste Woche zumindest wieder mal individuell trainieren kann auf dem Platz mit Ball und dass wir ihn dann im Verlauf der Woche auch heranführen können, sodass er fürs nächste Spiel hoffentlich dann auch wieder eine Alternative ist. Marlon Krause ist klar, weiterhin verletzt. Kiel Gomez weiterhin oder erneut verletzt jetzt, konnte die Woche natürlich nicht trainieren, hat sich dann im Spiel gegen Freiburg auch ein Faserriss zugezogen. Und ja, Kevin ist heute Morgen oder heute Nacht Vater einer gesunden Tochter geworden und dementsprechend würde uns auch Stand heute nicht zur Verfügung stehen. Stellt sich ja zwangsläufig die Frage, also ein Innenverteidiger gibt es noch. Man hätte es im Training mal gespielt und wie wird vorne die zweite Planstelle gestürmt dann? Ja, auch wenn wir sehr transparent sind, wollen wir natürlich jetzt nicht alle Karten auf den Tisch legen. Gerade wenn man mal so eine Konstellation hat, wo der Gegner sich auch mal ein bisschen Gedanken machen soll, wie wir dann auflaufen. Fakt ist, dass wir auf der Innenverteidigerposition mit Sicherheit ein bisschen weniger Alternativen haben als vorne im Sturm. Da muss man jetzt überlegen, ob man vielleicht auf ein 4-2-3-1 umschaltet oder ob man im 4-4-2-System dann mehr oder weniger bleibt und eine klassische zweite Spitze mit einbaut. Dazu brauchen wir aber dieses Training auch heute noch. Wir haben die ganze Woche nur auf Kunstrasen trainieren können. Dementsprechend war das alles so ein bisschen mit angezogener Handbremse die Woche über und freuen uns jetzt heute mal auf den Rasen zu gehen und da auch nochmal die eine oder andere Rückmeldung zu bekommen. Ich weiß, dass Trainer gerne sagen, das nächste Spiel ist das Wichtigste und das ist auch das Einzige, worauf wir uns konzentrieren. Jetzt gab es Ergebnisse am letzten Spieltag, die durchaus interessant waren. Elversberg verliert in Offenbach, die gewinnt gegen Freiburg. Ist es jetzt tatsächlich nur noch ein Dreikampf da oben? Boah, Daniel, da habe ich mir wirklich wenig Gedanken bis gar keine Gedanken drüber gemacht, weil wir auf uns schauen. Ja, also ich glaube, wenn man
mit so einem Punktevorsprung auf Tabellenplatz 1 steht, dann guckt man nicht mehr ganz so gezielt auf die Tabelle und guckt, was andere Vereine machen, sondern dann ist es wesentlich noch wichtiger als ohnehin schon, dass man seine eigenen Hausaufgaben macht. Und mit Sicherheit sind 4 Punkte jetzt nach der Winterpause ordentlich. Meiner Meinung nach hätten es 6 sein müssen, aufgrund der Spiele, wie sie dann stattgefunden haben. Andererseits gibt es auch noch einiges zu tun. Wir haben 4 Tore kassiert in diesen beiden Spielen. Das ist zu viel. Warum auch immer die gefallen sind, auch wenn 2-mal Abseits war und ein halber geschenkter Elfer war vielleicht. Aber Fakt ist, dass wir 4 Gegentore bekommen haben und dass wir es dann auch nach Führung nicht geschafft haben, sauber und souveräner noch zu Ende zu spielen. Und das sind die Ansätze, die ich als Trainer eigentlich nehme. Und da gucke ich weniger auf die Tabelle, sondern versuche, unser Spiel weiter zu verbessern. Bei Jupp Heynckes schon mal einen Tipp geholt, wie man damit umgeht, wenn man so viel Vorsprung hat? Jupp Heynckes, naja, da habe ich leider keinen Kontakt zu. Johnny, wie schwer war das, wenn man wochenlang eigentlich nur zuschaut, dann plötzlich von Anfang an, zu wissen, dass man von Anfang an spielt, gab es eine schlaflose Nacht oder war dir das irgendwas? Nein, ich denke, wir müssen immer bereit sein für Spielen, dann war das kein Problem. Muss man nur gut reinkommen im Spiel und dann einfach sein Spiel machen. Einfach spielen am Anfang. Und ja. Wie ist denn das Gefühl? Tribüne, Bank und jetzt auf einmal Einzelkampf? Ja, so ist das im Fußball. Ich weiß nicht. Im Fußball geht alles schnell. Kannst du auf einmal alle Spiele machen und dann. Das andere auf einmal wieder auf der Tribüne sitzen, das ist so. Könntest du dich damit anfreunden, möglicherweise dann Innenverteidiger zu spielen, gegen einen Mann wie vielleicht Ivo Tomšić? Ich kenne ihn gut, also von Eversberg früher. Ich habe schon Innenverteidiger gespielt in der Jugend, 4 Jahre oder 5 Jahre, auch hier schon in der Vorbereitung, dann kein Problem. Ja. Ein wirklich Relegationsstil, dann darf aber nicht die letzten 2 Begegnungen, wenn man da mal 1-0 führt, die Nachlässigkeiten so entstehen, dass man auf die Gegentore führt. Wie kann man denn abstimmen? Ja, ich habe das ja gerade schon gesagt, dass das mit Sicherheit ein Ansatz ist, wo wir uns weiterentwickeln müssen, wo wir daraus lernen müssen. Es hat nur immer wieder seine Ursache. Ich denke, gegen Elversberg, du kannst nicht jeden langen Ball verhindern und du kannst es auch nicht immer verhindern, dass ein Ball mal vor des Gegners Füße landet und dann über die Linie gedrückt wird. Wenn du natürlich letzte Woche das Spiel siehst mit dem SC Freiburg, wo du eigentlich 2 Ansätze in der zweiten Halbzeit nehmen musst. Der erste Ansatz war, was ich der Mannschaft gesagt habe, dass es natürlich schwer ist, wenn du bis zum 3-1 auch jetzt von außen und innerhalb der Mannschaft nicht das Gefühl hast, dass Freiburg nochmal so viel Druck entfacht, um da wirklich nochmal erfolgreich zu sein. Dann ist es halt so bei einem 3-0, dass es ein Stück weit dahin plätschert. Andererseits haben wir in der zweiten Halbzeit auch, was das Thema Aggressivität in den Zweikämpfen angeht, ein Stück weit nachgelassen und war nicht mehr so gar nicht so gierig, Bälle zu gewinnen. Und deswegen muss man das immer so ein bisschen isoliert betrachten. Aber Fakt ist, dass, wie gesagt, dass das ein Ansatz ist, wo wir uns mit Sicherheit nochmal mit beschäftigt haben und wo wir uns auch verbessern wollen, um diese Spiele einfach noch sauberer zu Ende zu bringen. Ja. Andererseits sage ich auch, wir hatten dieses Jahr schon einige Spiele, wo wir den Sack frühzeitig zugemacht haben, wo wir 6-0, 4-0, 5-1 gewonnen haben. Also es passiert immer wieder mal im Fußball. Du kannst nicht immer davon ausgehen, dass du klar und deutlich die Spiele gewinnst. Aber erst noch im Spiel. Zu viel Zuckergehalt. Dirk, ist es jetzt Pech oder siehst du irgendeinen Zusammenhang, dass sich diese muskulären Probleme und die muskulären Verletzungen jetzt ein bisschen häufen? Oder Zelle, Faser des Kraus, Faser des KG-Kraft, Faser des Dauschig hat es schon mal erwischt gehabt. Also, ist es jahreszeitbedingt oder wo siehst du es? Ich könnte es jetzt ganz kurz machen und sagen, wir haben keine Antwort dafür. Fakt ist, dass wir uns natürlich mit dem Thema jetzt gerade unter der Woche auch sehr intensiv beschäftigt haben. Im Trainerfunktionsteam, im Athletiktrainer, mit den Docs.
dass wir da versuchen, irgendwo Ansätze zu finden, haben alles hinterfragt, auch jeden einzelnen Spieler. Fakt ist, dass du jeden Fall isoliert betrachten musst. Ja, wenn du diese ganzen Verletzungen mal so ein Stück weit aufrollst, ne, dann ist jeder Fall und jede Verletzung irgendwo anders. Der Studi kam zum Beispiel aus einer extrem langen Verletzung, wo er dann super ehrgeizig war, zu ehrgeizig war, hat in den Trainingseinheiten vorher schon gemerkt, dass so der Muskel ein bisschen fest wird, wollte aber unbedingt wieder ran. Ende vom Lied verletzt sich dann endgültig mit einem Faserriss und verabschiedet sich wieder 3-4 Wochen. Ja. Obi, 88. Minute im Pokalspiel, wie willst du das vermeiden? Das gleiche bei Marlon, 60. Minute im Spiel, langer Sprint, kannst du nicht verhindern. Ja. Das ist dann einfach so, ohne auch irgendwo vorher Anzeichen gehabt zu haben. Zelle, verschleppter Pferdekuss, der jetzt nach unten gewandert ist, der hatte jetzt keinen Faserriss, sondern einfach nur Probleme im Oberschenkel, ein Ziehen drin, aufgrund der Tatsache geschuldet, dass ein Faserriss weiter ab, eine Verhärtung, ein Bluterguss weiter abgesackt ist und dadurch ein bisschen Druck im Muskel entsteht. Und wenn du Kiel Gomez siehst, dann ist auch klar, der hatte letzte Woche schon Probleme, das habt ihr alle mitbekommen. Er hat sich da in den Dienst der Mannschaft gestellt und hat ganz klar gesagt, es ist kein Innenverteidiger mehr da, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Da war uns das Risiko ein Stück weit bewusst, aber auch da muss man sagen, der Faserriss ist jetzt an einer ganz anderen Stelle. Ja, und trotzdem ist es so, dass wir natürlich uns alle hinterfragen, wie man diese Dinge natürlich auch in Zukunft vermeiden kann. Beschäftigen uns mit allen Dingen, haben jetzt auch mal die ganzen Vereine in der Liga durchgeguckt. Ne, und da muss man schon sagen, dass extrem viele Verletzungen auch bei anderen Vereinen im Moment an der Tagesordnung sind. Natürlich verschiedenster Arten. Aber ich glaube schon, dass die Ansprüche in der Regionalliga extrem hoch sind an jeden einzelnen Spieler, mit sehr vielen Spielen gerade in der Hinrunde. Und dass man dann natürlich auch, dass dann auch wirklich alles passen muss. Das beginnt bei uns von der Trainingssteuerung an, von der Belastungssteuerung her, aber auch mit Lebenswandel des einzelnen Spielern. Was tue ich dafür, um wirklich immer wieder auch meine körperliche Frische zu erreichen? Und trotzdem kommst du am Ende des Tages zu dem Punkt, wo du sagst, es gibt nicht die Lösung, wo du jetzt sagen kannst, da haben wir vielleicht Fehler gemacht oder da hat der Spieler vielleicht schlampig mit seinem Körper gearbeitet. Es gibt sie nicht und deswegen ist es umso besser, dass wir halt einen Kader haben, der das hoffentlich auch morgen in Stuttgart wieder auffangen kann. Das ist der Umkehrschluss. Also im Prinzip hast du eine hohe Belastung, dadurch, dass du mehr Spieler hast, auch viele englische Wochen hast. Bräuchtest du eigentlich einen größeren Kader, heißt auch gleich einen höheren Etat, oder? Ich glaube, für uns trifft das jetzt nicht zu, weil unser Kader schon sehr gut besetzt ist, von der Spieleranzahl her, aber auch von der Qualität. Aber ich glaube schon, wie gesagt, dass die Ansprüche halt sehr, sehr hoch sind in der Regionalliga. Und gerade wenn du auch solche Ziele hast wie Aufstieg, wo du jedes Wochenende an deine Grenzen gehen musst, bei Wind und Wetter. Und hinzu kommt ja da auch das, dass wir in der Regionalliga jetzt nicht eben auf Teppichen spielen, sondern sehr oft auch so verdammt tiefe Böden haben. Das hast du ja heute, erste, zweite Liga hast du sowas ja gar nicht mehr. Wir haben alle einen Rollrasen. Also auch die Spiele in sich sind nochmal intensiver und kräftezehrender als vielleicht woanders. Und ja, das sind alles so Überlegungen, die wir halt haben. Ne? Aber es ist schwierig, das jetzt wirklich auf den Punkt zu bringen. Ja, ich glaube schon, dass wir von der ärztlichen Abteilung alles dafür tun, dass die Spieler schnellstmöglich wieder zurückkommen. Aber Fakt ist natürlich auch, dass du gerade bei muskulären Geschichten extrem aufpassen musst, dass du immer wieder auch oft die Situation hast, dass so eine Folgeverletzung dann wieder kommt. Und das wollen wir natürlich vermeiden, zumal es jetzt immer mehr auch auf die Zielgerade angeht und wir natürlich alle Spieler am liebsten zur Verfügung haben. Und deswegen bedeutet das für uns, dass wir jetzt nicht nur das nächste Spiel sehen, sondern schon ein bisschen Weitblick haben müssen, wie wir die Spieler dann sinnvoll auch wieder dahin führen, dass sie dann in den nächsten Wochen wieder optimale Leistung bringen und nicht vielleicht mit 80-90% antreten. Das ist ja andererseits auch eine Chance, du hast zum Beispiel am Anfang der Saison gesagt, über Jordan, der würde bei 18 von 19 anderen Regionalligisten würde er Stammspieler, da sind aufgrund der U23-Regelung noch nicht mal im Kader. Das ist ja für ihn jetzt auch, egal ob auf der 6er hinten auch nur. Also sag mal, wenn er bei allen anderen 18 spielen würde, kann er bei uns auch spielen.
Ja, definitiv. Ich meine, das hat er letzte Woche wieder gezeigt. Das war mit dem Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten am liebsten Jordi nicht abgeben, wenn er von sich selber nicht irgendwie mal Anzeichen macht, da was verändern zu wollen. Wir wissen alle, was wir am Jordi haben. Er ist extrem zuverlässig. Er hatte letztes Jahr 100% Trainingsbeteiligung, hat dieses Jahr, glaube ich, mal 2-3 Tage ausgesetzt, sonst aber auch immer wieder dabei. Du kannst ihn von der Tribüne wie letzte Woche sofort in die Startelf bringen, weil er halt auch klar vom Kopf ist und seine Aufgabe im Spiel dann auch kennt. Und nur so schaffst du es natürlich dann auch so spontan, deine Leistung wieder abzubringen. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch solche Spieler in den Reihen zu haben, dass das für ihn unbefriedigend ist. Das ist mir auch klar. Ja, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Und trotzdem ist es so, dass wir halt eine extrem hohe Dichte innerhalb der Mannschaft haben. Und dann trifft es halt immer wieder den einen oder anderen, der dann halt nicht im Kader sein kann. Und im Moment fällt mir die Kaderzusammenstellung halt relativ leicht. Herr Rohrbach hatte damals nach diesem 19 Jahren, wo Sie die Klasse gehalten haben, mal hinterher gesagt, maßgeblicher Faktor war, dass wir mit Jordan einen hatten, der die Nerven verloren hat, auch in den engen Spielen. Ist das das, was du gerade auch gesagt hast, was ihn so ein Stück weit auszeichnet, ihn da mal ins kalte Wasser zu werfen und dann nicht den Eindruck, dass er irgendwie sich einen großen Kopf macht und dann viel Spielpraxis hat? Ne, das ist ja das, was ich gerade meinte. Ne? Also bei Jordi habe ich nie die Befürchtung, dass das, was von ihm verlangt wird, von ihm nicht abgerufen werden kann. Ja, also ich weiß hundertprozentig, wenn du Jordi bringst, der ist super zuverlässig, macht sein Ding, gerade im Dienst der Mannschaft auch, ne? Räume zustellen, viel Laufarbeit gegen den Ball. Und da hat er halt extrem hohe Qualitäten, versucht darüber hinaus natürlich immer wieder mal seine Akzente nach vorne zu setzen, aber in unserem Spiel hat er gerade, wenn so wie letzte Woche der Manu ausfällt, eher die Aufgabe, einfach Löcher zu schließen vor der Abwehr, die Verbindung zu halten zwischen Mittelfeld, zwischen Abwehrreihe und Sturmreihe und dafür zu sorgen, dass man kompakt steht, und diese Aufgaben erfüllt er nach wie vor von 0 auf 100 sofort. Von mir ist noch eine letzte Frage, die zwei Winterneuzugänge, wie sind der und körperlicher Zustand? Ja. Aber auch im Hinblick auf morgen, ich meine, das sind ja auch Optionen. Es sind mit Sicherheit Optionen, zumal sie einen immer frischeren und auch fitteren Eindruck machen. Kann man schon sagen, dass sie definitiv Alternativen mittlerweile sind, wo du vor ein, zwei Wochen noch gedacht hast, ja, die brauchen vielleicht noch ein paar Trainingseinheiten. Kann man eigentlich von Training zu Training erkennen, dass sie da, was das Thema Fitness angeht, immer besser reinkommen. Und ja, jetzt geht es natürlich dann irgendwann auch um die Wettkampfpraxis zu erhalten, natürlich auch den einen oder anderen Spieleinsatz mal zu bekommen. Bei Sebi haben wir letzte Woche angefangen mit einem Kurzeinsatz. Wie das dann fürs Wochenende aussieht, werden wir sehen. Wie tickt ein Trainer dann? Sagt er, ich bringe den jetzt einfach mal von Anfang an, gucke, wie lange es geht und wechsle und ihn dann runter? Oder denkt man, ich lasse ihn am anderen spielen und bringe ihn in den letzten 20, 25 Spielen um? Ja, das hängt immer davon ab, welche Alternativen hast du. Also ich bringe lieber einen topfitten Spieler von Anfang an, als einen Spieler, der vielleicht noch nicht ganz so weit ist. Also da denke ich eher andersrum, dass ich eher den Fitten bringe, wo die Intensität gerade am Anfang gegen fitte Gegenspieler auch höher ist, um dann vielleicht den Spieler zu bringen, der noch nicht ganz so weit ist, aber dann natürlich gegen ermüdeten Gegner auch nochmal mehr dann seine Qualitäten einsetzen kann in einer kürzeren Zeit. Ja, glaubst du noch an das Wunder bei deinem Heimatverein FC Köln? Nee, das habe ich ja beim Winter schon gesagt. Also glauben tue ich da nicht mehr dran, aber ich hoffe nach wie vor natürlich, dass sie es noch schaffen. Hoffnung sollte man nie aufgeben. Gerade als Trainer musst du da immer vorsichtig sein, wie du dich da äußerst, sonst kommen deine Spieler irgendwann mal und sagen, der glaubt ja auch nicht, der hat damals nicht dran geglaubt und glaubt auch jetzt nicht an uns. Und dann spiegeln das auf sich wieder, aber ja, ist auch nicht so wichtig hier, glaube ich. Ja. Dann schauen wir erstmal, dass wir morgen gewinnen, und dann danke für euer Kommen. Bis morgen. Okay.